Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w pierwszym odcinku z nowej serii na kanale, czyli Legend of Asun. No i co, moi drodzy? Jest to modyfikacja do Gothica 2. Jest to modyfikacja dosyć sporych rozmiarów, ale nie aż tak dużych jak Odysejka. No i co? I mam nadzieję, że wam się spodoba. Część osób uważa, że to zwykły tasiemiec. A część osób uważa, że całkiem przyzwoity mod. Nawet 10 dni temu ostatnia aktualizacja wyszła na Team Sepharis. Także kurczę, no nic, tylko grać. Moi drodzy, dubbing będzie niemiecki, także nie będzie polskiej Iwony. Nie będzie też dla mnie męczenia się. Będzie niemiecki dubbing, tak? Wiem, niemiecki, rosyjski dubbing to są najlepsze dubbingi do Gothica. Nie ma innych oprócz polskiego. Normalnie nasi sąsiedzi, super. No ale trudno. Lepszy dubbing niż nic. No i dla niektórych niż ta Iwonka, której nie lubicie bardzo. Chociaż ja uważam, że jest w porządku do modyfikacji, które tych dubbingów nie mają. Myślę, że przed nami będzie długa seria, kolejna. Myślę, że na parę dobrych miesięcy, ale mam nadzieję, że będzie całkiem przyzwoicie. Wiecie, że ja regularnie wypuszczam odcinki, staram się, żeby były raczej dopracowane. Co prawda troszeczkę jakby nie znam w ogóle Legend of Asun, bo w przypadku Odysei te pierwsze 3 rozdziały to ja już znałam tak naprawdę. No ale myślę, że sobie poradzimy. Myślę, że też na pewno wyjdzie poradnik, bo ja jestem zwolenniczką używania poradników w grach, żeby wymaksować gierkę pod względem zadań, żeby wam pokazać jak najwięcej. I nie przeszkadza mi używanie solucji. Dalej mam z gierki satysfakcję, bo jednak większość robię sama, dużo solucji nie spoileruje nam wielu rzeczy, tylko nakierowuje, więc to jest myślę plus. Moi drodzy, te pierwsze 2 odcinki z Legend of Asun będą takie w okolicy 45 minut i liczę tutaj na wasze porady pod tytułem kim będziemy grać, czyli jaką postać sobie obejrzymy, czy zręczność, czy siła, czy jednoręczna, czy dwuręczna, czy łuki, czy kusze, jak wy to widzicie. Z waszego doświadczenia oczywiście. I co? I to myślę by było tyle na sam początek. Fabułka się zaraz dowiemy troszeczkę z tego intra. I no zobaczymy jak się gierka w sumie zaczyna i jak będzie tutaj się grało. I mam nadzieję, że seria się bardzo fajnie przyjmie. Podobnie jak Odyseja, bo Odyseja się przyjęła cudownie. Także mam nadzieję, że będzie ok. I co? I chyba już nie przedłużam, lecimy dalej. A w razie czego, to wam jeszcze coś poopowiadam podczas. Chociaż wiecie, że pierwsze odcinki to jest kupa dialogów. Ale nic, lecimy z nową grą. Ja sobie tylko ogarnę tutaj kwestię myszki, żeby działało to wszystko tak jak trzeba. Ja też troszeczkę przyciszyłam tutaj w grze dźwięk, czyli efekty i muzyka, bo bardzo głośno były na samym początku. Myślę, że nawet muzykę możemy trochę podbić, ale efekty zniżyć. Lecimy nową grę, wybieramy poziom normalny. Tutaj możecie sobie przeczytać, jak te poziomy się tutaj rozkładają. Myślę, że normalny poziom będzie w porządku. Dynamiczny respawn, nie dziękuję, nie lubię tryhardować. Lubię mieć jasno, czarno na białym, gdzie potwora zabiłam, a gdzie nie, więc respawnu nie wybieram. Rozpocznij grę. No i czekamy na cutscenkę. Die letzten Berichte meiner Agenten sprechen von einem erhöhten Aufkommen an Kriegsschiffen aus Viranon. Entweder haben sie dasselbe Problem oder versuchen aus unserem einen Vorteil zu ziehen. Ich weiß zwar nicht, was sich in den Gewässern des Archipels oder auf Asun abspielt, jedoch halte ich eine militärische Auseinandersetzung nicht mehr für ausgeschlossen. Wie viel Zeit braucht es, um unsere Flotte für diesen Fall zu mobilisieren? An eurer Stelle würde ich nicht zu früh aufs Ganze gehen. Nun, womöglich präsentiert sich uns gerade eine weitere Option. Eure königliche Hoheit, ihr habt mich rufen lassen? Wohl wahr. Ich gehe davon aus, dass die Probleme mit Asun bereits auf deine Ohren gestoßen sind. Ihr vermisst Güterlieferungen und Nachrichten von der Insel und unser verehrter Admiral hier einige Schiffe aus den Gewässern.
Mehr als nur das. Seit einem Monat haben wir keinen Kontakt mehr zu unserer wichtigsten Kolonie des Archipels. Ich will, dass du mit einem Schiff als mein Gesandter persönlich die Überfahrt antrittst und offiziell die Beraterfunktion für den Fürsten Albrecht wahrnimmst. Er soll nicht vergessen, wem er verpflichtet ist. Ich stimme zu. Dass Lalvanien die Herrschaft über diese Insel entgleitet, können wir uns nicht leisten. Es wäre mir eine Ehre, zur Sicherung des Reiches beitragen zu können. Dir werden alle notwendigen Vollmachten gewährt, die es dir gestatten, sämtliche Ressourcen zu requirieren, um deinen Auftrag auszuführen. Admiral Kronstedt wird dir ein angemessenes Schiff für die Überfahrt zur Verfügung stellen. Nähere Details besprichst du mit Geimar. Ich danke euch. Sofern ihr keine Einwände habt, werde ich mich entfernen. Habe ich nicht. Geimar war der Kopf unseres Geheimdienstes. Ich weiß nicht mal, ob das sein wirklicher Name war, aber er hat mich auf das Wichtigste bei dieser Mission vorbereitet. Zumindest dachte ich das damals. Selbst die Besatzung des Schiffes wurde von ihm ausgewählt und überwacht. Die Doncella war eine stolze Fregatte, über die mir Admiral Kronstedt das Kommando übertrug und mich nach Asun bringen sollte. Rückblickend fragte ich mich, ob ich mir zu viel versprach, mir selbst eine Bedeutung zuteilte, derer ich nicht erhaben war, oder es nur ein Fingerzeig des Schicksals war. Nach nicht einmal einer Woche zog ein Sturm am Horizont herauf. Ein dunkles Omen. Ein Zeichen der Zerstörung, dem man nicht entkommt. Wir zumindest entkamen nicht, und die Doncella war den Launen der Natur hilflos ausgeliefert. Die Gelehrten und Magier predigen, die Götter seien verbannt. Und dennoch, in unseren dunkelsten Stunden erflehen wir alles von jedem. Das Schiff wurde schwer beschädigt. Mehrere Männer versanken in den Fluten. Kurz vor der Küste Asuns wurden wir schließlich versenkt. Einer von ihnen muss die Gunst der Stunde genutzt haben, um sich all meine Habe anzueignen, die einen Diplomaten von Rang ausweisen. Aber es war noch nicht das Ende. Es war noch nicht mein Ende. Mein Körper gehorchte mir schon längst nicht mehr. Und wenn doch, so hätte es vermutlich nichts geändert. So erfuhr ich erst im Nachhinein, dass Banditen mich und ein paar Matrosen aufgelesen und mitgenommen haben. Mich haben sie nicht getötet, aber an die Arena der Stadt Asun verkauft. Dort im Kerker wartete ich schließlich auf mein unabwendbares Schicksal. Ich wurde nie im Kämpfen unterwiesen. Es war bis zu jenem denkwürdigen Tag auch nie erforderlich. Nun gaben sie mir ein Schwert, mit dem ich mein Leben verteidigen sollte. Ein altes Schwert mit einer schartigen Klinge. Sie hätten mich töten können. Aus irgendeinem Grund haben sie es nicht getan. Ich weiß bis heute nicht wirklich warum. Stattdessen haben sie mich aus der Stadt und in die Gosse geworfen. Das Zeitgefühl hatte ich inzwischen verloren. Aber vor ein paar Tagen war ich noch lalvanischer Abgesandter des Königs. Und dann hatte ich schließlich nichts mehr, bis auf ein paar Stofffetzen am Leib. Schon wieder einer aus der Arena. Servito und seine Schläger machen aber wirklich keine Ausnahme. Jeden Schwächling oder dahergelaufenen Niemand schleppen sie in die Arena mit und prügeln so lange auf ihn ein, bis er so aussieht, wie du es jetzt tust. Ich bin kein Schwächling und kein Niemand. Etwas ist hier ganz schief gelaufen, aber keiner hört mir zu. Wer bist du denn? Ich bin höchstpersönlich vom lalvanischen König abgesandt worden, um hier in den Dienst des Fürsten zu treten. Und wieso hat dich dann der König in Unterhosen zu uns geschickt? Sehr lustig. Meinst du, es macht mir Spaß, hier in Unterhosen rumzulaufen? Ich habe den Schiffbruch überlebt und bin dann in einem Kerker unter der Arena zu Bewusstsein gekommen. Du kannst dir sicher vorstellen, wie angepisst ich deswegen war. Was danach passiert ist, kannst du dir denken. Jetzt für den Augenblick bist du ein Schwächling und ein Niemand. Also vergiss deinen König und vergiss deinen Posten. Du fängst hier von vorne an und musst dir deinen Respekt und dein Ansehen erarbeiten. Wie bin ich überhaupt hier gelandet? Wie meinst du das? Ich muss mit dem Schiff gekentert sein und bin dann irgendwie in dieser Arena gelandet. Ich hatte nur beiläufig mitbekommen, dass ich überhaupt auf Asun bin.
Weißt du, ich habe keine Ahnung, ob du wirklich vom Festland aus hierher geschickt wurdest oder ob du in der Arena ein paar Schläge zu viel auf den Schädel bekommen hast. Aber ohne den Ring und der dazugehörigen Order, die solchen Amtsträgern als Ausweis mitgegeben wird, wirst du wohl eher noch mehr Schläge auf den Kopf bekommen als Aufmerksamkeit. Hier geht es in letzter Zeit ziemlich hart zu und auch die anderen Rekruten werden nicht begeistert sein, wenn sich jemand so aufführt. Wie gelange ich zum Fürsten? Ich muss ihm schleunigst über den Vorfall berichten. Er wird mich verstehen. So wie du aussiehst, kommst du nicht mal in die Stadt rein. Die Wachen sehen es nicht gerne, wenn sich halbnackte Leute oben blicken lassen. Du verstehst? Du musst schon nach was aussehen, um reingelassen zu werden. Also besorg dir erstmal anständige Klamotten. Das sollte jetzt deine größte Sorge sein. Wer bist du eigentlich? Ich bin Cortez, Rekrut der Stadtwache von Assun und bin für die Ordnung im unteren Viertel der Stadt Assun verantwortlich. Dann sag mir, was ich über diesen Ort wissen muss. Die Stadt besteht aus 3 Stadtvierteln. Im Moment stehst du hier im unteren Viertel der Stadt Assun. Außerdem gibt es noch das mittlere und das obere Viertel, die eigentliche Stadt. Im mittleren Viertel wohnen die einfachen Händler, Bürger und Handwerker. Was ist mit dem oberen Viertel? Im oberen Viertel sind die Burg des Statthalters und gleichzeitig der Sitz der königlichen Garde. Außerdem wohnen dort die reichen Bürger von Assun. Wieso redest du von der eigentlichen Stadt? Gehört das etwa nicht dazu? Dieses Viertel ist erst später entstanden. Mit der Hoffnung auf Arbeit und Reichtum sind viele Leute nach Assun gekommen. Und hier wohnen diejenigen, die sich nicht zurechtgefunden haben. Aber auch Leute, die nicht in der Mine schuften wollten. Wie du siehst, ist es hier direkt an der Stadt entstanden und gehört jetzt quasi zur Stadt. Du kannst es das arme oder untere Viertel nennen. Es ist ja eh egal, wie du es nennst. Woher bekomme ich neue Kleidung? Da kann ich dir nicht weiterhelfen. Geh aber in die Armenküche und lass dich erstmal in die Liste eintragen. Sag, dass ich dich geschickt habe. Vielleicht wird man dir dort helfen können. Kannst du mir was beibringen? Klar. Wenn du willst, helfe ich dir, geschickter und stärker zu werden. No dobrze, moi drodzy. Rozdział pierwszy. Początki bywają trudne. No a jakie mają być? Kurde, no. Dieses barbarische Kolonialpack hat mich, einen Abgesandten des Königs von Lalvanien, durch den Dreck gezogen und wie eine niedere, versalzene Fleischwanze wieder ausgespuckt. Ich werde diese Missstände dem Fürsten und treuen Vasallen des Königs berichten müssen. Doch ohne eine ordentliche Kleidung lassen mich die Wachen noch nicht einmal in die Stadt durch. Das ist doch nichts Neues. Die Botschaft des Königs habe ich leider auch nicht mehr. Der Rekrut Cortez meinte, dass ich die Leute hier in dieser erbärmlichen Siedlung nach Kleidung fragen soll. Verdammt. Ich hoffe, ich komme bald zum Fürsten. Das liegt doch auf der Hand. Dobra, moi drodzy, no to chyba będziemy szukać teraz tej jadłodajni. To wygląda jak jadłodajnia. Wer bist du? Ich bin Helene und betreibe mit meinem Gabriel die Armenküche. Aber sonst kann man bei mir auch Essen kaufen. Kann ich etwas zu essen bekommen? Du siehst mir ja ziemlich abgemagert aus. Ich kenne die Leute, die herkommen. Du stehst nicht auf der Liste. Du wärst mir aufgefallen. Ich komme von Cortez. Ich soll mich hier in die Liste eintragen lassen. Nun gut. Hier hast du etwas. Solange mir aber Cortez nicht die neue Liste gibt, bleibt's bei dem einen Essen. Zaraz. Jak to nowej listy? Wie komme ich noch gleich auf die Liste? Wie schon gesagt, Cortez gibt mir immer die neue Liste raus. Aber wenn du es eilig hast, kannst du ihn auch selbst darauf ansprechen. Dann geht es meistens schneller und ich muss mich weniger kümmern. Was gibt es hier so im Viertel? Eigentlich nicht viel. Außer des Bordells und unserer Armenküche wirst du keine wirklich nennenswerten Orte mehr finden. Und wie sieht es mit nennenswerten Persönlichkeiten aus? Hier unten wirst du wohl kaum wichtige Leute treffen. Die meisten hier sind bettelarm und eigentlich froh, wenn sie nicht hungern müssen oder von Krankheiten dahingerafft werden. Außer den Rekruten wirst du also niemanden mit Ansehen hier finden. Obwohl, ab und zu verirrt sich der seltsame Michels aus dem oberen Viertel hier hin. Weißt du, wie ich an eine anständige Kleidung komme, um in die Stadt zu gelangen?
Wenn du ins mittlere Viertel gehen könntest, würde ich dich zum Schneider schicken. Eine andere Idee? Ich kann dir da nicht weiterhelfen. Vielleicht solltest du mit Rufus reden. Das letzte Mal, als Rufus hier war, faselte er etwas davon, dass er Geld braucht und ein paar Sachen verkaufen möchte. Deine Statur hat er ja. Kann also sein, dass er auch was für dich hat. Wo finde ich Rufus? Rufus findest du in einer der Hütten hinter diesem Haus. Wer bezahlt das Essen? Wir bekommen eine Liste, auf der steht, wer von den armen Zauseln hier Essen bekommt. Und pro Person zahlt uns die Stadt einen Betrag. Und davon könnt ihr gut leben? Nein, aber wir machen das nicht wegen des Geldes, sondern um den Menschen zu helfen. Was ist mit dem Bordellbesitzer? Du meinst Mentula? Der hat hier unten zwar die meisten Roperi. Ansehen bringt ihm sein Beruf aber auch nicht ein. Naja, und weil er an dem ältesten Gewerbe der Menschheit so gut verdient, muss er eine Sondersteuer zahlen, obwohl man hier im unteren Viertel von den Steuern befreit ist. Interessant. Erzähl mir mehr über die Rekruten. Was soll man da großartig erzählen? Sie stehen eben im Dienst der Stadt und sollen für die Sicherheit sorgen. Zumindest wird das behauptet. Hier im Armenviertel merkt man wenig davon. Wieso? Was stimmt denn nicht? Ach, die meisten von denen sind doch nicht mal freiwillig hier. Wahrscheinlich eher strafversetzt oder sowas. Nehmen ihre Arbeit eigentlich nicht ernst. Wenn hier mal wieder was geklaut oder einer zusammengeschlagen wurde, interessiert das hier kaum einen. Aber ich will nicht zu laut reden. Immerhin unterhält die Stadt das Armenhaus. Was ist mit Cortez? Als ich hier ankam, war ich ihm eigentlich nicht egal. Ja, Cortez und Ron sind da wohl noch die Ausnahme. Ron? Ist ein anderer Rekrut. Eigentlich immer hier im Viertel zu finden. Dobra. Tu jest Amasius i tu jest jeszcze Gabriel. Co ta myszka tak nagle zaczęła wariować? Tu jest Ron. Dobra, ale ja potrzebuję w sumie Corteza znaleźć. Czy to jest Cortez? Nie, to jest Boris. Tu są jacyś twerkujący biedacy. Przyspieszmy sobie troszeczkę czas. O, chyba tu jest Cortez. Hej. Ich komme von Helena. Es geht um die neue Liste. Du meinst wegen der Liste für das Armenhaus? Hm? Also, ich denke, dass es da keine Probleme geben sollte. Gut, ich werde mich darum kümmern. Ich habe nur gerade nicht unbedingt die Nerven, eine komplett neue Liste anzufertigen. Meine alte Vorlage ist da wohl irgendwie abhanden gekommen. Okay, idziemy gdzieś. W porządku. No to zobaczmy, co z tego wyjdzie. Gib das Helene und sag ihr, sie soll einfach ihre Liste umändern. Gut, das werde ich tun. Dobra, no to ogarniamy tę sprawę. Wiecie, no trzeba takie rzeczy ogarniać, nie? O, do gospody nie było trudno trafić, bo była dosłownie przy miejscu, gdzie nas wywalono w sumie. Das hier ist von Cortez. Ein ständiges Hin und Her ist das hier wieder. Aber gut, auf die Art und Weise geht es auch. Dann werde ich dich auf die Liste setzen. Heißt das, ich bekomme hier jetzt täglich eine Mahlzeit? Hier deine Ration. Dobra, już naszą rację dostaliśmy. Nowy początek. Okej, musimy poszukać Rufusa. No to dobre pytanie. Gdzie będzie Rufus? Tu jest jakiś żebrak. Nie mogę z nim rozmawiać, rozumiem. Tu jest Ron. Hey, was machst du hier? Ich bewache die Gegend. Jetzt geh weiter. Aha, czyli on nie chce ze mną na razie dyskutować. Rufus, tak? Powiedziała, że będzie gdzieś w chatach za gospodą, a Boris? Und was bist du für einer? Ein jemand, der es überhaupt nicht gern hat, wenn fremde Leute ihn von der Seite aus anquatschen. Ich wollte ja nur fragen. Gut, das hast du jetzt. Also kannst du ja auch gleich wieder gehen. Ich kann das nicht mehr. Warum so angespannt? Was ist los?
Ich soll mich hier in diesem beschissenen Viertel, wo Unrat und Elend grassieren, aufhalten. Da kommt die schlechte Laune glatt von selbst. Wärst du lieber woanders? Selbstverständlich. Am liebsten in der Stadt. Hier kann man es ja nicht mehr aushalten. Schon klar. Was willst du denn davon wissen? Du bist ein Bettler, genauso wie jeder andere auch. Verschwinde! Dobra, no kurde, stary, ogarnij dupę. F5 działa? Kurde, tu było chyba F9. Nie, dobra, zrobimy stały zapis, żeby się nie wkopać. F9 to był szybki zapis w tym systemie z Uniona. F10 to był szybki zapis. A F9 to był chyba szybki wczyt, nie? Nie, F12 był, dobra. Okej, już mi świta. Dzień dobry, czy tu ktoś siedzi? Nie ma tu nikogo. Tylko ktoś się irytuje. Czy to jest Rufus? Nie. Jakieś szczurki. Moglibyśmy w sumie je pobić chyba z pięści, nie? Tu biedni obywatele. O! Hej, ty! Głos Beziego? Bist du Rufus? Ja, ich bin Rufus. Was führt dich zu mir? Ich komme von Helena. Ich brauche eine Kleidung, um ins mittlere Viertel zu kommen. Hast du eine für mich? Ich habe keine Kleidung. Willst du aber was anderes kaufen? Ich habe hier verschiedene Haushaltsgegenstände. Nein, ich brauche nur eine Kleidung. Sonst nichts. Das hilft mir nicht weiter. Mach's gut. Warte mal. Du bist doch ungefähr so groß wie ich. Also passt dir sicher meine Kleidung. Ich verkaufe sie dir einfach. Interesse? Wenn ich mit dem Fetzen in die Stadt komme? Sicher. So wirst du sicherlich reingelassen. Kostet dich lediglich schlappe 40 Roperie. Vergiss es. Das ist viel zu viel. Da lässt sich doch sicher was machen, habe ich recht? Ich habe eine wichtige Botschaft für Triss. Wenn du sie ihm bringst, brauchst du nur 30 Roperie zu zahlen. Einverstanden? So ist's besser. Hast du die Botschaft? Hier, nimm. Und pass auf dich auf. Wo finde ich Triss? Triss ist ein Jäger. Ihn findest du auf dem Weg südlich der Stadt. Er lebt dort in dem kleinen Jägerlager. Du brauchst einfach nur dem Weg zu folgen. Dann wirst du es schon erkennen. Gibt es denn noch größere Jägerlager? Tatsächlich gibt es das. Triss erzählte mir mal von einem, das unweit des Hafens ist. Garf soll es anführen. Mehr weiß ich da aber auch nicht drüber. Vielleicht fragst du da lieber die Leute im Hafen, falls es dich interessiert. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Dobra, co ja mam w ogóle w ekwipunku? Mój dziennik. Wykonane zadania 1. Atrybuty, max dla talentu. Wiadomość. Muszę poprosić cię o jeszcze jedną przysługę. Znowu wpadłem w tarapaty. Odwiedź mnie, jak tylko będziesz wracał z obozu. Do zobaczenia wkrótce, przyjacielu Rufus. Mamy roperi 0. No i teraz pytanie, skąd wziąć pieniądze? Wiecie, no bo samo to, że my teraz tam pójdziemy, to jest jedno. Ale drugie, ja nie mam broni. Nie mam pieniędzy. A ja tutaj nie widzę, żeby ktoś miał dla mnie jakąś questa i to jest też ten problem. Tu ktoś jest, siema. Wer bist du? Ich bin Wieland. Bist du Schmied? Mit Sicherheit ein besserer als du. Ausgebildet bin ich nicht, aber für die täglichen Sachen reicht es. Ich bin jedenfalls lange nicht so teuer wie Arus. Wenn du was brauchst, komm zu mir. Was macht jemand wie du im Armenviertel? Gehörst du nicht eher ins mittlere Viertel? Sollte man zumindest meinen. Aber wenn du da oben kein Geld mehr hast, um die Steuern zu zahlen, bist du nicht mehr willkommen. Gegenüber von Vanadium hatte ich meinen kleinen Laden. Ich weiß auch nicht. Schmieden kann ich, aber die Waren dann unter die Leute zu bringen, war wohl nicht mein Fall. Ich hatte einfach nicht die Geduld, stundenlang rumzustehen, um Kunden zu werben. Und dann haben sie dich rausgeschmissen? Ja, ich wusste nicht, wo ich nun hin sollte. Also bin ich dann hier gelandet. Jetzt habe ich wenigstens wieder eine kleine, überschaubare Schmiede. Hab zwar nur noch kleinere Sachen für die Rekruten oder mal was für das freie Lager zu tun, aber es reicht, um über die Runden zu kommen. Kannst du mir etwas beibringen?
Wenn du schmieden willst, dann solltest du besser zu Aros gehen. Mein Wissen reicht leider nicht aus, um dich zu lernen. Ich könnte dir allerdings zeigen, wie man stärker wird. Das kostet dich aber 30 Ruperi. Bez sensu. Cortez nas uczy za darmo. Dann zeig mal deine schönen Stücke. Hier, sieh her. Masz kilof, maczuga z kolcami, to jest wszystko w chuj drogie. I weź tutaj teraz coś ogarnij, w ogóle lokatora możemy sobie załączyć. No i to jest ten moment, kiedy będę robiła zapis na... No stop. I zbierała rzeczy, które tylko nie są podświetlone. Wiecie, bo człowiek się odzwyczaił po takim... Czy ja jestem w stanie? Jestem w stanie. Ubijacz. O, a ty kim jesteś? Aha, nie mogę z tobą gadać. Smutna obywatelka. Janora. Siema. Wer bist du? Ich bin Janora, die Frau von Neodyn. Und was machst du so den ganzen Tag? Ach ja, ab und zu brauche ich ein paar einfache Tränke oder halte die Stube sauber. Was soll man hier im unteren Viertel denn sonst so machen? Mit den Leuten reden zum Beispiel. Nein, das sieht mein Mann gar nicht gerne. Er sagt immer, diese Tratschweiber gehen mir mit ihren Gerüchten jedes Mal auf die Nerven. Ach so, na dann. Zeig, was du anzubieten hast. Ich habe nicht viel, aber schau dich ruhig um. Oh, kurde, dobra. Mikstury regeneracji. Tu jakieś pierdoły. Ekstrakt trucizny. No dobra. No to Neodym nie chciał gadać, a ty? Hej, ty! Też nie, dobra. Kurde, no na razie nie widzę tutaj nic ciekawego. Jest stół do garbowania. To już znamy z Odysejki. A tutaj? Bei mir gibt es nichts. Wer bist du? Wenn du Felle oder Fleisch brauchst, geh in die Stadt. Was ist denn los? Ich bin ein Fischer ohne Angel, ein Bäcker ohne Mehl, ein Schmied ohne Ammer. Kurz gesagt, ich bin ein Jäger ohne Bogen. Du hast keinen Bogen? Ich hatte einen, einen schönen sogar. Erzähl mir mehr, was ist passiert? Als ich müde von der Jagd kam, haben mich Goblins überrascht und angegriffen. In der Hektik verlor ich meinen Bogen. Da ich einen toten Scavenger trug, hatte ich keine Chance. Verstehst du? Verstehe. Was macht ein Händler wie du hier im Armenviertel? Solltest du nicht eher am Markt stehen? Ja, ja, so ist das Leben nun mal. Es hat sich für mich einfach nicht mehr gelohnt, weißt du? Sich mit Garot und den ganzen anderen Händlern hier in Asun sich um die Kunden zu schlagen und obendrein noch Steuern dafür zu zahlen, ging mir irgendwann zu weit. Und da wollte ich es lieber im freien Lager versuchen. Dummerweise sieht es die Stadt gar nicht gerne, wenn Leute zum freien Lager abwandern wollen. Wieso nicht? Ganz einfach, weil du keine Steuern zahlen musst. Und inwiefern soll denen das nutzen, wenn niemand Ruperi an sie zahlt? Die müssen doch auch irgendwie ihre Leute bezahlen. Keine Ahnung, wie die das anstellen. Ist mir auch egal. Ich weiß nur, dass die Stadt nichts davon hat, wenn die Händler ihre Geschäfte im freien Lager machen. Also sorgen sie besser dafür, wenn sie ihr bleiben. Schon klar. Und deswegen haben sie dich hier in das Viertel gesteckt? Nein, wie schon gesagt. Ich hatte von der Stadt und dem Händlerleben einfach genug. Und weil ich nicht wusste, wo ich hin sollte, habe ich mir diese Hütte genommen. Und wieder einen Laden aufgemacht. Naja, versorgen tue ich mich selbst. Und um noch an ein paar Ruperi zu kommen, verkaufe ich gelegentlich noch etwas. Auch wenn die Nachfrage hier arg bescheiden ist. Lief sogar ganz gut. Zumindest bis zu dem Vormittag, an dem mir ein paar Goblins meinen Bogen geklaut haben. Du hast dir diese Hütte genommen? Ich dachte, man muss hier zahlen, bevor man etwas bekommt. Stimmt an sich schon. Nur der Vorbesitzer wurde anscheinend umgebracht und Cortez meinte, dass ich dann auch die Hütte ihr haben kann. Okay. Scheint hier ja echt heftig zuzugehen. Das kannst du laut sagen. Das ruhige Stadtleben ist es ihr nicht, wohl wahr. Deshalb bin ich auch immer froh, wenn ich nachts nicht raus muss und auch sonst immer mein Schwert mit mir rumtrage. Wie hoch sind denn hier die Steuern? Kannst dich ihr ja mal umhören. Du wirst bestimmt einige finden, die sie nicht bezahlen konnten. Bei Wieland war das wohl der Fall. Und wie hoch ist das?
Wenn du das genau wissen willst, frag Argos im mittleren Viertel. Der wird dir das sagen können. Ich weiß nur, dass es bei mir immer so 80 Ruperi die Woche waren. Ich könnte dir helfen. Diese Biester nehmen sich alles, was sie an die Ende kriegen können. Wenn du mir helfen willst, dann suche bei den Goblins ihr vor den Toren nach meinem Bogen. No dobra, trochę się boję goblinów, bo gobliny są nieprzewidywalne. Dobra. Tu są drzwi zamknięte. To nie wchodzimy, bo jeszcze dostaniemy po łbie. Tu są biedni obywatele. Tu jest Rufus. Okej. No to trochę już zaczynamy tutaj sobie chyba radzić. Tutaj Ron sobie patroluje. A czy my tutaj już wychodzimy? W sensie można sobie boczną drogą wyjść? Nie mam pojęcia. Tak, możemy sobie tędy wyjść poza obóz. Tu jest goblin. Tylko, że ja nie mam żadnej broni. Jak... Zaraz, czy ja mogę szybko zbierać? Mogę, jestem durna. Odzwyczaiłam się po jedyneczce. Tu jest nawet jakiś pierścionek w środku tam. Tam jest jakaś broń. Kurde, by się przydało. Dobra, zbieramy rośliny. Tu jest jakaś broń. Laga. Lepsza laga niż nic. Myślę, że nie pozostanie nam wiele, jak po prostu poszukać tego łuku. Mam nadzieję, że gość nam zapłaci. Bo w sumie nie podał żadnej nagrody konkretnej. Tu są sami rekruci. Oni mnie nie zatrzymują. Warte mal. Was gibt's? Wo willst du hin? In den Wald. Warum fragst du? Nun, es kann außerhalb der Stadt ziemlich gefährlich werden. Gerade für jemanden wie dich. Jemanden wie mich? Hör mal. Du bist gerade erst in der Arena zusammengeschlagen worden und solltest froh sein, dass du noch lebst. Da ist es nahezu sträflicher Leichtsinn, in den Wald zu gehen. Wie könnte ich mich denn vor Gefahren schützen? Also erstmal solltest du nicht ohne eine Waffe aus der Stadt gehen, um dich im Notfall verteidigen zu können. Und wo könnte ich eine Waffe herbekommen? Also schenken wird dir hier niemand etwas. Aber du solltest mit Wieland darüber sprechen. Er ist ein einfacher Schmied hier im Viertel. Der stellt sonst keine Waffen her, aber nachfragen kostet bekanntlich nichts. Wie wollt ihr die Situation hier im Viertel eigentlich in den Griff kriegen? Meinst du wegen den ganzen Verbrechen? Ich fürchte, da kann man kaum was machen. Wenn wir jemanden in Flagranti erwischen, kriegt er schon sein Fett weg. Selbst wenn das in den meisten Fällen nur Schläge oder kurzfristiges Streichen der Nahrungsration bedeutet. Aber sonst ist es hier echt schwer. Die Morde im Viertel konnten bisher nicht aufgeklärt werden. Und die Schlägereien finden für gewöhnlich nicht auf offener Straße statt. Was ist mit Diebstählen? Gar nichts. Was soll schon damit sein? Hier lohnt es sich doch sowieso nicht, irgendwas zu stehlen. Warum sind die ganzen Leute eigentlich hier im Viertel? Unterschiedlich. Manche fanden in der Stadt keine Arbeit oder konnten nicht davon leben und sind dann hier gelandet. Und wieder andere sind freiwillig hier und wissen nicht recht, wo sie hin sollen. Auch waren es bei manchen die Steuern, die einfach nicht mehr gezahlt werden konnten. Oder sie landen von der Arena aus hier drin. Das wohl leider irgendwie auch. Aber wie kann sowas passieren? Asun wird doch oft als das Handelszentrum hier in der Gegend angesehen. Stimmt an sich auch. Nur seit der Schiffsverkehr mit der Insel komplett zum Erliegen gekommen ist, läuft der Handel nicht mehr so recht. Und die Preise für manche Waren sind in den Himmel geschossen. Aber frag besser jemanden im Hafen oder im oberen Viertel nach sowas. Die kennen sich damit besser aus. Sofern du bis dahin kommst, versteht sich. Du scheinst wohl auch Häuser unter die Leute zu bringen? Bitte was? Naja, du gibst hier die Hütten von den Leuten, die den Löffel abgegeben haben, an die Nachfolger weiter. Ach, das meinst du? Ja, die werden weitergegeben. Dürfte die vorherigen Bewohner wohl nicht mehr interessieren. Warum fragst du? Ich war nur neugierig. Ist eben nicht üblich, dass Häuser ständig den Besitzer wechseln. Nur so aus Interesse. Ja? Warum willst du in den Wald? Eigentlich wollte ich nicht in den Wald, sondern nur bis zum Jägerlager und wieder zurück.
Gut. Auf dem Weg dürfte es einigermaßen sicher sein. Aber sei trotzdem wachsam. Bin ich. Dobra, kurde, no masakra, biedny obywatel. Siemano, szczury. Hier rein. Hier findest du die Antwort auf all deine Sehnsüchte. Kenn ich dich? Nein, mich willst du auch gar nicht kennenlernen. Du sprichst besser einfach mal mit Mentula. Und mach keinen Scheiß. Ich merke mir jedes Gesicht. Du willst ein Türsteher sein? Ich bin ein Türsteher. Zweifelst du daran? Nicht mal im Traum. Dann ist ja gut. Dobra, widzę, że możemy go ogółem sprowokować, żeby go pobić. Tu są drzwi do wychodka, a w wychodku nie ma nic, superowo. Tam są jakieś rzeczy do ukradnięcia w sam raz. No ale co, idziemy do Wielanda, nie? Podobno coś dla nas będzie miał. Zobaczymy. Na razie mamy lagę, więc możemy ją sobie założyć. A co, ja znalazłam mieszek? Tak, mamy mieszek, 25 roperii, to już dosyć sporo. F10, szybciutkie i lecimy do Wielanda. No, teraz będzie dużo dialogów bardzo w tych odcinkach, także ja się nie nagadam się zbyt wiele. Ciekawi mnie, jak z tymi szczurami. Ej, no opłaca się te szczurska bić. Nic z nich nie ma. Ale jednak całkiem jest to przydatne. Dobra, tutaj kogo mamy? Bo ja nie byłam jeszcze też wszędzie. W sumie ten Amasius, nie rozmawiałam z nim. Pulpity też są do czytania. Wierzenia. Możecie sobie tutaj poczytać o historii Asun. W sumie w porządku. Tutaj nikogo nie ma. Tu jest zwykły, biedny obywatel. Tu jest kolejny szczur. Dobra, ale my lecimy do Wielanda. Wieland był tu. Dobra, szczury za bardzo nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. O, proszę bardzo, wskoczyła nam walka. Tu w ogóle komuś rzepę z pola wykradnej sierp. Masz jakąś broń dla mnie? Ich hörte, bei dir könnte ich an eine Waffe kommen. So? Wer hat dir denn das erzählt? Cortez meinte, du würdest mir da helfen. Hat er das also? Nun ja. Was jetzt? Hast du nun was? Ich hätte da vielleicht was für dich. Ist zwar besser, als dem nächsten Goblin den Hals umzudrehen und ihm seinen Ast abzunehmen. Sollte aber nur was für den Notfall sein. Sehr gut. Dann sei doch so gut und... Nicht so schnell. Du willst was von mir? Also will ich auch was von dir. Was darf's denn sein? Du kennst doch sicher die Armenküche. Dort gibt es ja für Ausgewählte immer kostenlose Mahlzeiten. Aber die Rekruten meinen, ich sollte nicht auf die Liste. Da ich doch ganz gut mit Schmieden verdiene. Und? Tust du das? Nun ja, ich komme gerade so über die Runden. Und ich soll dich jetzt auf die Liste bringen? Nein, du sollst mir nur eine tägliche Ration bringen. Ich bin momentan etwas knapp bei Kasse und kann mir das kaum leisten. Dafür finde ich auch ein kleines Spielzeug für dich. Ich hab was für dich. Gut, dann lass mal sehen. Naja, besser als nichts. Ich danke dir. Und hier habe ich auch was für dich. Immerhin. Um dich zu verteidigen, sollte es wohl reichen. Dobra, ciekawe co mi dał. O Boże, nóż na wilki. Kurde, no... No nie widzę tego, jakby tym goblina bijemy, nie? Dobra, ale przede wszystkim trzeba iść w spanie. Do rana najlepiej od razu. Mamy full HP teraz. Dobra, tej piły na razie nie będę zabierać, bo nie wiem, czy mogę. No i co? I chyba spróbujemy się wybrać do tego lasu. No bo kurde, no... Po ten łuk. On mówił, że za bramą.
A to tu był jakiś pojedynczy. O Boże, tym nożem przecież to jest dramat. On mówił, że tutaj za bramą, tak? No to wygląda to jakby to było tutaj. Bo tu był jakiś goblin. Okej, okay, utukłam sobie go. Mizerna kość udowa. Gorzej, że ja tutaj nie widzę nic innego już. Chwilowo. Tu jest coś niestety zbugowane. Tam są jakieś gobliny. Kurde, tutaj jest dosyć niebezpiecznie. Ja to się tak trochę boję tutaj chodzić. Jeszcze z takim małym nożykiem. Tu są szczury, ale takie duże. Co prawda one się zachowują w sumie tak samo jak tamte. Dobra. Tam są wilki, to tam byśmy nie chcieli iść. Gobliny są tam. A jakbyśmy tak spróbowali ze ścierwojadem? Chciałam powiedzieć, że się nie chcą ze mną bawić, ale już nagle chciały. Już taki goblin jak mi przypier... Skąd ja mam takie... Jezu, ej. Radzę sobie. Walka bronią jednoręczną. Kolejny wzrost poziomu. Tu będzie chyba ten łuk. Tak jest. Dobra, no to w teorii wrócimy może do miasta, nie? Ewentualnie jeszcze pójdziemy po te ścierwojady. Tu jest w miarę bezpiecznie nawet na tych trasach. Spróbujemy takiego ścierwojada. Kurde, długo strasznie trwa zapisywanie niestety. Dobra, ten ma trigger. Dobra, a ja sobie radzę ładnie. Wiadomo, na początku trzeba zbierać wszystko, co jest. I nie dać się uderzyć. Super. Na razie bez straty HP nam to idzie. Także tutaj sobie pozbieramy te rośliny. No i zmykamy do gościa oddać mu łuk. Tylko teraz pytanie, gdzie on miał tą chałupę swoją? Tutaj chyba gdzieś. Nie, bo to był Neodym. Tutaj. Ich habe deinen Bogen. Zeig er. Tatsächlich. Ohne meinen Bogen war ich aufgeschmissen. Wie sieht es mit deiner Belohnung aus? Diese darf natürlich nicht fehlen. Ich habe nicht viel, aber ich gebe dir meine letzten Fälle. Besuch mich später wieder. Kurde, nie dał mi niestety pieniędzy, ale to z tobą można handlować? Można, masz całkiem git miecz. Mizerna kość, dobra, to sprzedamy te mizerne kości, sierp. No i w sumie te skóry moglibyśmy opchnąć. Bo tutaj już resztę bym sobie zostawiła, nie? Ale mamy w sumie już tyle roperii, ile trzeba. Także teraz tylko wystarczyłoby udać się do typa w obozie i dostarczyć wiadomość, no nie? Ale moi drodzy, no myślę, że to już zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Bo nie chciałabym, żeby były dłuższe niż 45 minut te pierwsze, no bo tak jak mówię, chcę jakieś porady od was.
Także, moi drodzy, zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. I w sumie, no, jeżeli chcecie, to na Discorda również. Link macie w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że seria Wam się spodoba. Na razie jestem zadowolona z tego, że idzie nam tak w miarę gładko. Mamy 10 punktów nauki, także jeszcze się wstrzymam z rozdawaniem. Na razie mamy tylko nauczyciela do siły i zręczności tak naprawdę. Przydałoby się jeszcze odwiedzić Mentulę, czyli burdel, zobaczyć co się tam dzieje. I spróbować się właśnie dostać do tego obozu myśliwych. I tam być może też dostaniemy jakiegoś questa. Zobaczymy jak nam to pójdzie. Mamy pierwszy poziom, 10 punktów nauki, 55 punktów życia. I to by było tyle. Dzięki, do kolejnych odcinków. Trzymajcie się i cześć.